Willkommen, willkommen, mein Name ist Balasch und ich bin sportlich leider in letzter Zeit nicht so aktiv, obwohl mir mein Fitbit Flex 2 mir mal sagt, hey, beweg mal deinen Arsch. Beziehungsweise, der ist nicht ganz so gemein und jetzt haben wir auch eine neue Version, die vielleicht mir noch ein bisschen öfter oder besser sagen wird, hey, beweg dich mal. Denn die Fitbit Alta HR ist ein bisschen kleiner, bequemer und ich trage jetzt auch eine ganz große Uhr von Garmin, aber die ist ein bisschen nervig, die kannst du auch messen, wie gut ich schwimme und so, aber wer gibt schon 700 Euro für einen Fitness-Tracker aus? Außer man ist Profisportler. Genau da kommt Fitbit ins Spiel. Die haben ganz viele Modelle und ihr kennt wahrscheinlich die alten auch. Wie gesagt, ich habe schon ein paar getestet. Aktuell die Flex 2 bei mir, da könnt ihr den Test auch bald sehen. Aber ich switche jetzt wahrscheinlich auf die Alta. Nicht, weil die Alta so einen coolen Namen hat, sondern weil die jetzt mittlerweile auch Heartrate-Funktion eingebaut hat. HR ist etwas ganz Wichtiges, was mittlerweile viele Leute nachfragen. In den letzten 3 Jahre hat sich das immer mehr entwickelt, dass man einfach ganz gerne auch wissen möchte, wie ist eigentlich mein Puls? Und viele sagen, wenn ich Sportler bin, dann will ich lieber so einen Brust tragen. Ich kenne das ja, aber ich habe jetzt Statistiken gehört von Fitbit, aber die haben es natürlich von der GfK oder woanders her, die natürlich glaubwürdige Statistiken, glaube ich, herstellen, dass nur diese Bänder, die man so trägt beim Laufen und bei anderen Sportarten, also jetzt beim Schwimmen natürlich, wird er nicht so wirklich den Puls messen können, aber bei normaleren Sportarten, also zum Beispiel im Fitnessstudio, nur 4% genauer ist als das am Arm. Gut zu wissen, aber ich glaube, da muss man die schon ganz schön stramm ziehen, damit die wirklich auch gut misst, was unser Herz so macht. Aber was natürlich viel spannender ist bei diesen neuen Produkten von Fitbit oder generell bei den Fitbit-Produkten, ist, dass sie einfach unseren Schlaf wunderbar messen können. Also sie misst wirklich nicht nur den Tiefschlaf und den etwas leichteren Schlaf, sondern auch noch tatsächlich unsere Schlafqualität. Und ich sagte uns auch dann, hey, an den Tagen zum Beispiel, wo ich Sport gemacht habe, über 2 Wochen hinweg, merkt ihr ungefähr, wann ich Sport mache, oder ich kann es ja auch selber sagen. Aber sie wird dann uns zum Beispiel so Tipps geben, so: An den Tagen, wo ich Sport gemacht habe, habe ich vielleicht besser geschlafen. Also auf jeden Fall ziemlich coole App, auf jeden Fall zu der Fitbit dazu. Ihr müsst sie also gar nicht kaufen, probiert erstmal die App aus und wenn ihr da noch ein bisschen mehr Infos haben wollt über euer tägliches Leben im Sportbereich oder einfach im Bewegungsbereich, könnt ihr ja mal so ein Fitbit-Produkt testen. Aber steht ja auch vorne schon drauf, was ich alles erzähle und auf der Rückseite genauso. Zwar noch alles auf Englisch, aber ist auch ab sofort im Handel. Die Fitbit Alta HR für 149 Euro und die packen wir jetzt mal aus, weil ich habe genug geredet. Das Setup werde ich jetzt diesmal nicht wieder machen wie letztes Mal. Das war ein bisschen lang, aber wie ihr sehen könnt, wieder mal so eine schöne Verpackung. So in einem, ich sag jetzt mal, Honor Blau. Da steht Fitbit nochmal und dann magnetisch können wir das Ganze aufklappen. Haha. Und hier ist meine Lieblingsfarbe. Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Korall hier bekommen, aber nochmal ein schwarzes Armband dazu. Und dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie man die Armbänder auch anbringen kann. Das könnt ihr übrigens auch machen. Es gibt nämlich nicht nur diese Silikonarmbänder für die Fitnesswatches von Fitbit. Vor allem für die Alta gibt es sehr viele Optionen, denn das ist vor allem so eine weibliche Uhr eigentlich. Denn die ist relativ schmal vorne gemacht. Ihr könnt das sehen. Hier, sie ist relativ schmal, nur dieser mittlere Teil ist eigentlich wichtig, das drumherum ist da wirklich nur das Band, was ihr austauschen könnt und das ist wirklich schön, dass sie so schmal ist, denn ihr könnt sogar ein Metallarmband nehmen, nicht nur so ein silbernes Metall, sondern auch ein dunkleres Metallarmband, das macht es dann schwerer, aber zum Weggehen abends ist es ganz schön. Auf der Präsentation wurde uns gesagt, die Italiener haben so noch gerne so ein silbernes Metallarmband, wieso auch immer, aber es gibt auch Leder und Leder finde ich, glaube ich, am schönsten, aber schauen wir uns dann natürlich noch am Ende des Videos an, wo ich das dann natürlich noch dazu geschnitten habe, wie die anderen Armbänder ausschauen. Wir haben hier ein kleines Setup-Guide. Das Spannende ist, falls ihr noch ein Windows Phone-Nutzer seid, es gibt ja noch Windows Phone-Geräte da draußen, ja, ihr könnt auch Fitbit mit einer Windows Phone-App benutzen. Haha, sehr schön. Coole Verpackung für das Ladegerät. Das ist in so einem kleinen Beutelchen drin. Mache ich gleich auf und dann war es das ja auch schon. Also kann ich das auch weglegen. Irgendwo muss ich das aufreißen. Das Schöne ist, bei der Alta HR, die haben die Größe gleich gelassen und die Funktion natürlich erweitert. Aber wenn ihr schon ein Alta hattet, könnt ihr jetzt upgraden. Jetzt nicht euer altes abgeben und neues dafür einfach haben, einfach so, sondern ihr könnt eure alte vielleicht verschenken oder jemandem verkaufen und dann eine neue holen, wenn ihr unbedingt den Heartrate-Sensor haben wollt. Denn alles, was an Zubehör ihr schon dazu gekauft habt, ist jetzt auch weiterhin kompatibel. Das ist noch hier wirklich interessant weiterverpackt. Muss ich die Folie, glaube ich, noch so weit abziehen. So, also wenn ihr die Uhr habt, dann einfach das Ganze dran klippen und hier seht ihr die 2 Stecker oder die 2, ich sage jetzt nicht Adapter, sondern die 2 Berührungspunkte, wo dann entsprechend die Alta dann ihren Strom bekommt. Das Coole ist, sie hat mehr Funktion bekommen, aber 2 Tage mehr Laufzeit. Statt 5 Tagen, wie bisher bei der Alta, habt ihr jetzt bis zu 7 Tagen, das werde ich ausprobieren. Ich habe bei der Flex 2 sogar 10 Tage hinbekommen, obwohl die, glaube ich, auch nur mit 7 beworben wird. So, ich packe jetzt mal die Farbe aus, mache jetzt nicht das schwarze Band dran, ich zeige euch einfach, wie man ein anderes Band abmachen könnte oder dran machen könnte. Auf jeden Fall, hier könnt ihr schon mal sehen, sieht gut aus. Hier hinten ist der
Sensor, den ich gleich mal hier frei mache, da seht ihr es dann. Wenn meine Kamera mal nicht auf mich fokussieren würde. Genau, also da ist auf jeden Fall der Heartrate-Sensor. Und hier dann sind so metallkleine Schienen drin, die ihr nach außen hin drücken müsst. Und dann könnt ihr nach unten, also zum Display weg, hier das kleine Band dann entfernen. Und zum Anklippen müsst ihr gar nichts machen, einfach hier drauf ziehen, drücken und dann macht es kurz Klick und schon sind sie dann drin. Ich schaue mal, dass meine Kamera kurz fokussiert hier, dann seht ihr das Ganze etwas schärfer. So, ja, kurz war es scharf. Ich bin scheinbar interessanter für die Kamera auf jeden Fall. Hier wird euer Herzfrequenz gemessen und da wird es dann entsprechend in der Mitte geladen. Und nochmal ziehen, drücken und schon könnt ihr das Ganze wieder abmachen. Meine Finger sind manchmal ein bisschen im Weg, also mit ein bisschen Übung klappt es dann täglich. Vorne ist ein ganz kleines Fitbit-Logo drauf und das Ganze wird per Touch bedient. Was ich leider als Manko empfinde, weil ich werde es in meinem Test zeigen, das ist ja nur ein Unboxing-Video jetzt. Wenn man hier mal drauf tippt, zuerst passiert mal gar nichts, weil man muss das Gerät einfach anmachen und es hat ja keinen Knopf nirgendwo. Aber wenn es zum ersten Mal ans Ladegerät ansteckt und die App runterladet und die App euch dann sagt, was ihr machen müsst, dann kann es auch losgehen und dann könnt ihr loslegen mit dem Setup, denn bis dahin bleibt die Uhr einfach tot. Aber wir sehen können, das Kabel, naja, ist so 60 cm lang und das genügt auch, um es zum Beispiel auf dem Nachttisch oder so liegen zu haben. Wenn ihr so ein Multi-USB-Ladegerät habt, dann ist das natürlich hier so ideal. So, das war es auch schon mit dem ganz kurzen Unboxing. Ich kann noch mal kurz schauen, was wir hier noch so an Lesematerial dazu bekommen. Aber hier dürfte nur drin stehen, wie das erste Setup funktionieren wird und so weiter und ein kleines Garantieheftchen. Aber an sich sagen sie auch, hey Balasch, geh auf fitbit.com/setup und wir erzählen es euch. Aber ansonsten steht ja hier drin, einfach ans Ladegerät anschließen, App runterladen und los geht's. Download die App, anschließen und sei nicht zu faul. Fang an, Sport zu machen oder dich einfach zu bewegen. Und übrigens, es gibt auch Statistiken, bevor wir es hier zu Ende treiben. Wenn ihr Freunde habt, die auch eine Fitbit haben, könnt ihr mit denen in der App auch Challenges machen. Also wenn ich zum Beispiel den Fuchs, den kennt ihr ja vom Fuchs bei uns, sage, hey, du hast jetzt auch so eine Uhr, ich will eine Challenge mit dir. Wer macht mehr Schritte am Tag, auf einer Messe zum Beispiel? Habe ich 10.000 Schritte, ja, vielleicht 11.000 Schritte, dann will ich am nächsten Tag natürlich mehr machen. Und statistisch gesehen haben Leute, die untereinander sich vernetzen auf Fitbit, 700 Schritte mehr täglich und sind generell auch aktiver, die vernetzen Leute, als einfach Leute, die es ohne App oder mit App benutzen, aber ohne, dass sie Freunde dazu auch einladen oder mit Freunden das auch benutzen. Ich wechsle jetzt gleich noch die Farbe und dann legen wir los. Wir werden jetzt mit einer Woche mal die Fitbit Alter HR tragen und ausprobieren und ich bin gespannt, wie sie so ist. Für 149 Euro könnt ihr sie jetzt schon hier unten bestellen auf Amazon oder natürlich in allen anderen Shops, die ihr so kennt. Aber ich glaube, da ist immer am einfachsten, auch mit der Rückgabe nach 30 Tagen weiß man ja ungefähr, wie zufrieden man war. Mein Name ist Walter Schreier, wenn ihr das zugeschaut habt, das war das Unboxing. Gebt mir ein Like, wenn es gefallen hat und ich wechsle mal jetzt von was Klobigem auf was Kleineres. Das habt ihr nämlich noch nicht gesehen, wie groß die hier eigentlich ist. So groß wäre die dann, also schon ein großer Größenunterschied. Und jetzt legen wir los mit Sport.